Hey Leute, was geht ab? Willkommen zurück auf meinem Kanal. Nun, Patch 1.3 ist vor kurzem live gegangen und bringt ein paar interessante Änderungen mit sich. Wir können unseren Panzer jetzt endlich Sticker verpassen, das heißt, wir können ihn umgestalten, persönlicher gestalten. Ja, wird das jetzt, ob das wirklich das ist, was wir alle brauchten, worauf wir alle gehofft haben, sei mal dahingestellt. Aber zumindest ist es kein neuer Tier 8 Premium, der ja jetzt super Power creept. Ich schaue da in Richtung Defender, da können wir schon mal froh sein. Und genauso ist es eigentlich, finde ich diese Customization Options gar nicht so blöd. Ja, ich meine, wenn man sich andere Spiele anschaut, Battlefield, Fortnite, PUBG, ja, diese ganze, oder CSGO beispielsweise, ja, diese ganze Szene hier lebt ja eigentlich davon, von Skins, ja, von Customization Options. Und dass wir sowas endlich in WoT kriegen oder dass es immer mehr ausgebaut wird, finde ich eigentlich gar nicht so blöd. Ja, seinem Panzer so ein bisschen mehr Charakter verleihen, finde ich ganz okay. Ja, der eine, den mag das gar nicht interessieren, das ist ja auch okay. Der muss sich davon nicht gestört fühlen. Aber ich denke, es sind auch durchaus ein paar unter euch, die ja, da wirklich drauf abfahren. Genauso wurden ein paar Maps mit dem neuen Patch umgestaltet. Natürlich wieder kosmetisch. Ja, WG hat da mit Samthandschuhen ein paar Bäumchen umgestellt und ein paar Häuserchen umplatziert. Also jetzt nichts wirklich Bahnbrechendes. Jetzt ja, die Maps nicht grundlegend verändert. Aber ja, kleine kosmetische Änderungen an den Karten. Aber viel wichtiger, worauf ich eigentlich heute zu sprechen kommen will, ist, dass die Missionspanzer der T-55A und das Objekt 260 endlich gebufft wurden. 260 ist eigentlich die Crème de la Crème, ja, so ein bisschen das Sahnehäubchen auf der ersten Kampagne oder nach der ersten Kampagne. Ja, man grindet sich da echt den Arsch auf, um da diese kompletten Missionen abzuschließen. Die Missionen waren damals, als die als erste Mal reinkam, wirklich sehr, sehr schwierig und auch teilweise sehr, sehr unsinnig. Ja, sowas wie zwei Artis-Countern oder sowas oder zweimal in einem Gefecht. Oder sogar einen Doppelkill machen und das zweimal, glaube ich, war auch dabei. Also zumindest manche Missionen, gerade was Arti betrifft, waren ziemlich absurd und teilweise auch überhaupt nicht machbar. Und die wurden dann mit der Zeit immer weiter zurückgestuft, was natürlich super ist. Und worauf ich hinaus will, ist, dass man nach diesem ganzen Arsch aufreißen, nenne ich es mal, eigentlich einen richtig geilen Panzer haben sollte, der wirklich in einem Sinne einzigartig ist und halt auch ziemlich stark ist. Ja, denke ich, sollte so von der Stärke eigentlich über einem grindbaren Panzer liegen, weil wenn man das vielleicht vergleicht, ein Panzer grinden ist vielleicht ein bisschen weniger Aufwand als jetzt diesen kompletten Missionspanzer grinden. Deshalb denke ich, sollte das 260 schon wirklich eins der Top-Heavies sein und ganz oben stehen. Genau das war, glaube ich, als das 260 ins Spiel kam, als es rauskam. Und damals gab es nämlich noch nicht so wirklich diese Ära, die wir heute haben, die das 260 eingeläutet hat, nämlich diese Medium-Heavy-Hybrid-Ära. Ja, ich gucke da jetzt nicht Richtung E50M, der eher so Richtung Medium tendiert. Gerade wenn man sich da die Kanone anschaut und Mobilität anschaut, es geht eher Richtung Medium, sondern halt hier 260 Kanone und Panzerung eher von dem Heavy, aber das halt so ein bisschen zu Lasten der Mobilität. Ja, und dem 260 sind dann halt ein paar weitere Panzer gefolgt. 113er wurde gebufft. Es gibt einen WZ5A mittlerweile, ein Objekt 277. IS-7 selbst wurde gebufft und geht schon in die Richtung. Also da hat sich ganz schön was getan in letzter Zeit, seitdem die Mission und auch dieser Panzer hier verfügbar sind. Und das hat dazu geführt, dass das 260 so ein bisschen, ja, an Glanz verloren hat und so ein bisschen die Krone absetzen musste. Und deshalb finde ich den Buff jetzt durchaus gerechtfertigt. Ja, apropos Buff, was haben sie denn verändert? Erstmal haben sie die Stärke weiter ausgebaut dieses Panzers. Stärke war schon immer die Kanone, vereint halt von dem Medium, das schöne APCR mit einem sehr strongen und sehr schönen Gunhandling und genauso aber halt 440 Alpha von dem Heavy miteinander. Also das ist wirklich sehr schön und jetzt haben sie dem besseres Gunhandling gegeben, was natürlich nochmal erlaubt, die Schüsse besser und zuverlässiger rauszuhauen. Ja, apropos Schüsse besser rauszuhauen, ein bisschen Aim sollte man dann dennoch, um einen Weak Spot vom Type, nicht immer einen Weak Spot, aber um die Seite ordentlich zu treffen. Genauso wurde die Zielerfassung um 0,3 Sekunden verringert, das heißt, trägt nochmal dazu bei, dass ihr die Schüsse schneller raushauen könnt. Und genauso wahrscheinlich der auf dem Papier unwesentlichste Buff, aber in Realität wirklich einen sehr großen Unterschied machende Buff, ist, dass die Gun Depression von minus 5 auf minus 6 erhöht wurde. Wer das 260 selber gespielt hat, glaube ich, muss mir da recht geben, dass die Gun Depression teilweise schon ein ziemlich hartes Problem auf diesem Tank war. Gerade wie das jetzt hier der Trend ist auf diesen neuen Karten, ihr habt überall diese kleinen Schutthaufen, die
bei minus 5 Grad Gun Depression eher ein Hindernis sind, ja, und bei minus 6, minus 7 Grad Gun Depression kann man anfangen, die effektiv zu nutzen, ja, indem man zum Beispiel die Oberwanne leicht anstellt und rüberpiekt. Ja, mit minus 5 eher Hindernis und mit minus 6, minus 7 dann schon eher, kann man da schon eher von schon Profit draus schlagen. Genauso haben sie noch Turm- und Wandpanzerung verbessert. Am Mobik 260 hatte ja immer das Problem, dass die Kanonenblende relativ schwach war. Leute, die das kannten, haben das natürlich gnadenlos ausgenutzt. Gerade 10er TDs, einfach irgendwo da Kanone drauf. Der ging eigentlich mit einer ziemlich großen Wahrscheinlichkeit durch. Und bei der Wandpanzerung, glaube ich, haben sie ein, zwei Platten angepasst. Irgendwie so Autobahnswinkel oder so. Oder Autopennwinkel, ja, dass du irgendwo gegen den Winkel geschossen hast. Und der Schuss prallte dann in die Deckpanzerung rein, glaube ich, haben sie verändert. Und jetzt ist das 260 wirklich wieder da, wo es meiner Meinung nach sein sollte, nämlich ganz oben mit dabei und kann jetzt wirklich auf einem Level mit einem 113er, vielleicht mit einem 277, sehr gut mitfahren. Ja, das ist sehr, sehr angenehm. Und genau das weiß ich nicht, ob das der richtige Weg ist. Ja, ich schaue hier nicht aufs 260. Der Panzer sollte stark sein, weil, wie gesagt, für die Mission muss man sich ganz schön den Hintern aufreißen. Aber brauchen wir denn wirklich so viele Panzer, die genau die ganzen Faktoren vereinen? Ja, brauchen wir wirklich einen 430U, was auch in die Richtung geht? Brauchen wir einen OBIK 277, einen WZ5 Alpha, einen 113er, mittlerweile auch der IS-7, ja, der eigentlich eher immer dafür bekannt war, Panzerung zu haben und dafür eine relativ schlechte Kanone zu haben und genauso relativ langsam zu sein. Ja, genau die Faktoren wurden jetzt mittlerweile auch signifikant gebufft. Also, weiß nicht, ob das der richtige Ansatz ist, ja, ob man da diesen Schritt wählen sollte, immer die Messlatte höher, höher und höher zu legen und nicht mal zu schauen, dass irgendwo mal Schluss ist und vielleicht man die Panzer von oben ein Stück runterholt und die Panzer von unten ein Stück hochholt, damit die sich alle irgendwo in der Mitte treffen und das nicht immer das Superlativ neu erfunden wird. Jetzt nochmal hier die 10er Heavys untereinander im Vergleich. Ganz links das 260 vor dem Patch 1.3, das heißt ungebufft. 260 nach dem Patch rechts daneben und dann 277, 113er und WZ5A als eigentlich direkte Konkurrenten. Was gleich ins Auge sticht hier, das 260 war schon immer bei der DPM hinterher. Die wurde jetzt ein bisschen gebufft, ja, von knapp 2.4 auf 2.5, schließt halt so ein bisschen die Lücke und bringt das 260er ein bisschen näher ran. Was schon immer die Stärke war beim 260, wo die anderen Heavys das Nachsehen hatten, war ganz klar das Gunhandling. Ihr seht Aimtime, Dispersion hier, die ganzen Softstats, ja, die sind alle deutlich besser als bei den anderen und wurden jetzt nochmal verbessert, was halt nochmal diese Stärke des eher in Richtung Medium gehenden Kanone, auch wenn sie 440 Alpha hat, kann man wirklich sehr gut snapshotten jetzt, da halt Turmdrehung genauso wie Wanddrehung nicht mehr wirklich so hart reinspielen in das Gunhandling. Also finde ich sehr okay die Änderung, ja, gehe ich mit. Und wo das 260 ganz klar die Nase vorn hatte, war die Mobilität. Und die wurde ja eigentlich richtigerweise nicht angefasst, weil ich glaube, das wäre ein bisschen zu OP geworden. Ja, ihr seht, er hat einen 1200 PS Motor, das 260. Und gerade hier die Chinesen haben trotz besserer Softstats hier, ja, haben sie dennoch das Nachsehen und sind halt deutlich langsamer, auch hier nochmal durch den Topspeed limitiert. Ja, und das bringt mich so ein bisschen zu meinem Abschluss hier des Videos. Was ich am Anfang erwähnt hatte oder mittendrin schon im Video, ist das wirklich der richtige Weg hier für WG? Nun, erstmal gehe ich mit den 260 Buffs durchaus mit. Ja, es sollte, wie gesagt, man hat sich richtig durchgeschwitzt durch die Mission. Man sollte wirklich einen Top-Tank erhalten, der einerseits wirklich sehr, sehr stark ist, aber andererseits vielleicht auch einzigartig ist. Ja, ich schaue da in Richtung 279 beispielsweise, der jetzt mit der zweiten Kampagne ins Spiel kam. Und es ist das 260 jetzt nicht mehr wirklich. Es war einzigartig, als es ins Spiel kam, weil da war der 113er noch schlechter und hier 277 und WZ, die gab es damals gar nicht. Und der IR-7 hat sich ganz klar abgegrenzt, weil bessere Panzerung, aber dafür viel langsamer und schlechtere Kanone. Ja, und da stellt sich halt die Frage, ist es denn der richtige Weg, immer weiter die Messlatte hochzustellen, oder muss man nicht irgendwann mal das Limit erkennen, wo jetzt gut ist, ja, und vielleicht die Panzer, die darüber liegen, ein bisschen runterholen und nicht alle Panzer da komplett mit hochstapeln. Das finde ich ein bisschen übertrieben, ja, weil gerade diese Medium-Heavy-Hybriden wie das 260, wie ein 113er oder ein 277 sind mit in Verbindung mit dem Matchmaking hier in letzter Zeit wirklich richtig starke Panzer, weil die halt so ziemlich alles vereinen, ja.
Achter und Neuner, ja, werden eigentlich Schwierigkeiten haben oder haben meistens Schwierigkeiten, einen zu durchschlagen, von Haldown ganz zu schweigen. Ihr müsst euch nicht wirklich Gedanken machen jetzt, dass ihr irgendwie ausmanövriert werdet oder so, weil ihr habt die Geschwindigkeit, um Position zu wechseln, um Flanken zu wechseln und halt auch das Gefecht selber in die Hand zu nehmen. Und genauso habt ihr halt Kanonen oder DPM, um jetzt halt wirklich schnell zu pushen, und genauso habt ihr die Geschwindigkeit, um halt zum Beispiel ein Medium zu verfolgen und ja, dahinterher zu fahren. Ja, und das ist halt wirklich, diese Tanks sind mittlerweile sehr universell. Ich glaube, das 430U könnte man hier noch gut hinzufügen, würde das Ganze noch abrunden. Und ja, finde ich mittlerweile ein bisschen zu OP, diese ganze Gärtung. Würde da gerne jetzt nicht in Buff andere Panzer sehen, sondern vielleicht ein Nerf dieser ganzen Gattung. Aber das 260 eventuell so lassen, vielleicht ganz ein bisschen runtersetzen, ganz kleines bisschen nur, weil das 260 sollte halt wirklich schon als der Reward-Panzer hervorstechen und halt wirklich einzigartig gut sein. Ja, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen, und ganz wichtig, lasst doch bitte in den Kommentaren da, was ihr vom 260 haltet. Findet ihr den Patch angemessen oder den Buff angemessen? Oder meint ihr, der war vor dem Buff völlig okay, und meint ihr, diese Gattung ist das, was das Spiel auch so ein bisschen gerade im 357 Matchmaking ein bisschen kaputt macht, gerade für gute Spieler? Lasst mich doch alles in den Kommentaren wissen. Dann war's es mit dem Video. Ich verabschiede mich hier aus dem Moskau Hotelzimmer von euch, und wir sehen uns bald. Dann peace out und haut rein.